Jens Andermann ist seit 2012 an der Universität Zürich Professor für ibero-romanische Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Lateinamerika. Sein Anliegen, die vielfältige Forschung zu Lateinamerika an der Universität Zürich in einem Kompetenzzentrum zu vernetzen. Denn es lohnt sich, genauer auf Lateinamerika zu schauen. Es hat sich gewandelt und entspricht nicht mehr den alten Vorstellungen, die wir uns in Europa machen. In diesem Video revidiert der Lateinamerika-Kenner Jens Andermann drei der gängigsten Bilder. Ich glaube, dass die lateinamerikanische Literatur und Gegenwartskunst, anders als noch vor 30, 40 Jahren, heute nicht mehr gedacht werden kann als eine, die Traditionelles und Modernes verbindet, ausgleicht, sondern ich denke, heute kann man in Lateinamerika vielleicht nicht mehr von einem magischen, sondern eher von einem hyperurbanen Realismus sprechen. Man muss sich vorstellen, dass Städte wie Mexico City und Sao Paulo mit heute mehr als 20 Millionen Einwohnern im Laufe des 20. Jahrhunderts um das 10- oder 20-fache gewachsen sind. Es gibt Gattungen der Performance-Kunst oder der Experimentalliteratur, die sich nicht mehr an europäischen Beispielen orientieren, aber auch nicht an traditionellen indigenen oder afroamerikanischen Formen, sondern die sich an der Erfahrung des radikal Neuen, das in diesen Riesenstädten passiert, orientieren. Drogen sind nach wie vor ein Problem, heute in regional etwas anderer Konstellation als noch vor 10 Jahren. Vor allem ist es ein Problem in Mexiko, aber auch in sogenannten Exportregionen immer stärker, auch die atlantischen Länder, Brasilien, Argentinien. Das ist ein Problem, das uns sicher noch eine Weile begleiten wird. Auf der anderen Seite ist aber interessant, dass wenn man sich eine Stadt wie Medellin anschaut, die in den 90er Jahren als die gefährlichste Stadt der Welt galt, eins der Zentren des internationalen Drogenhandels und wo heute durch eine Kombination von städtischen Infrastrukturprogrammen, von Initiativen zur kulturellen Einbettung von marginalisierten Jugendlichen und einer sehr differenzierten städtischen Sicherheitspolitik es gelungen ist, Medellin, wie die New York Times schreibt, zu einer der, wenn nicht sogar der innovativsten Stadt auf der Welt zu machen, wo eben die Lebensqualität offenbar in unvergleichlicher Weise gestiegen ist, dann ist das durchaus ein Beispiel dafür, wie man auch aus der verfahrenen Situation von Drogenkriminalität mit richtigen politischen Ansätzen wieder herauskommen kann. Man könnte Lateinamerika eigentlich auch als Erfolgsgeschichte verstehen, nämlich als der Teil dessen, was man früher die dritte Welt genannt hat, indem in den letzten 20, 30 Jahren massive Prozesse der Demokratisierung, der Erweiterung der Zivilgesellschaft vonstatten gegangen sind, in denen auch ganz breite Teile der Bevölkerung, in Brasilien spricht man von 35 Millionen Menschen, aus Verhältnissen extremer Armut in Lohnarbeitsverhältnisse gekommen sind. Und das ist auch ein ganz wichtiger kultureller Schub, denn die nehmen aktiv auch heute teil an politischen Auseinandersetzungen, an Wahlen, aber auch an politischen Debatten in der Öffentlichkeit, fordern aktiv Rechte ein. Da ist, glaube ich, so etwas wie ein kultureller Wandel eingetreten. Ein gutes Beispiel sind die großen Demonstrationen in Brasilien anlässlich der Fußballweltmeisterschaft dieses Jahr, wo eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-WM wirklich die Frage gestellt wurde, wem nutzt dieses Spektakel, welche Kosten entstehen dem ausführenden Land und wie werden die gesellschaftlich verteilt. Damit hat Lateinamerika, glaube ich, eine Frage gestellt, mit der wir als Welt, als globale Gesellschaft uns auseinanderzusetzen haben und ist damit eigentlich auch Vorbild, so etwas wie ein Vorbild geworden für
globale Demokratisierungsprozesse heute.